Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget auf Server W30 heute. Der Kundschafter in der Terra Gang Lulu. Es ist einiges geschehen. 276 bin ich jetzt vom Level her und habe im Epic Event am Sonntag auch hier noch ein bisschen geblättert und habe es geschafft, Leute. Ich habe für 250 Pilze mich fast komplett neu episch ausgerüstet. Seht ihr einen neuen Helm 353 Gewert, die Stiefel 352, Kette 359, 353er Ring, 352er Talisman, eine 704er Waffe, der Gürtel, der war noch gut mit 338, Handschuhe 313, ist jetzt das schlechteste Item, und die Brust 353, das heißt, bis auf die Handschuhe bin ich komplett aktuell ausgerüstet und meine Stats sind wahnsinnig gestiegen. Ich habe fast 12.000 Geschick und 10.000 600 Ausdauer, befinde mich hier auch aktuell auf Rang 32 auf W30, das heißt, ich komme immer höher, die Top 30, bald werde ich ja Langzeit vertreten sein, was mich sehr freut, weil vor einem Monat war ich hier noch immer so im 70er Bereich und jetzt halt schon fast im 30er Bereich, genau. Und jetzt ist dieser nette Kollege hier, Jan, der Hämmerer, man kennt ihn. Und Leute, ich hatte den, nachdem ich mich neu ausgerüstet hatte, echt ein bisschen probiert. Und hatte den schon zweimal echt ziemlich weit runter. Der war ziemlich low, aber ihr seht hier, der macht richtig viel Schaden. Auch hier 9,6 Millionen im ersten Versuch. Die Frage ist, wird und kann Jan, der Hämmerer, fallen? Ja? Ich bin immer noch Kundschafter. Der Kundschafter ist immer noch eine verdammt starke Klasse. Gerade gegen Stärkegegner. Man darf dieses Ausweichen nicht unterschätzen. Und die Crits, die ballern einfach so heftig rein. Ich hatte ungefähr im gleichen Level Jan den Hämmerer auf S38 mit dem Assassinen besiegt. Der Assassine war zu dem Zeitpunkt natürlich um einiges stärker. Aber nichtsdestotrotz ist der Kundschafter eine richtige Maschine. Und ja, vielleicht liegt er jetzt. Ich probiere es mal. Aber ich denke, das wäre einfach ultra lucky, wenn der jetzt fällt. Na, es sieht doch nicht so gut aus. Ja klar, ich halte nur zwei Hits aus und er hat 33 Millionen. Das muss man erstmal runterbekommen. Und der fällt nicht. Okay, Jan der Hämmerer fällt noch nicht, aber bald. Ich habe hier noch... Ach, oh mein Gott, ich habe es total vergessen. Ich habe mich neu equipped und vergessen, die Verzauberung neu drauf zu machen. Ach, ich bin ja wieder total super. 100 Punkte an Paul Tetrapack. Okay, komm, aber jetzt kann ich sie mir direkt holen und bam. Okay, wie sieht es denn im Turm aus? Da bin ich bei Etage 83 beim Honigräuber. Honigräuber. Der Honigräuber. Steht hier? Der Bär ist ein Räuber. Der klaut den Honig. Den Honig, nicht den Hönisch. Alles klar. Mir ist nie mit dem Namen aufgefallen. Okay. Wird er fallen? Wird die Turmetage fallen? 81 Millionen Leben. Sieht aber auch nicht so gut aus. Verdammt, es fällt ja gar nichts. Fällt der King? Intelligenzgegner. Ah, nee, der hat genauso viel Leben wie ich. Das wird auch nichts. Hier, der wortgewandte Hut. Der war jetzt schon öfter wirklich low, aber die 62,5 Millionen Leben sind halt doch immer noch ziemlich krass. Osterross. Die rote Blindschleiche. Naja, die Crits, die ballern auch. Ah, ich werde hier gerade wieder ein bisschen geblockt in den Etagen. Der Höllenzyklop, der könnte endlich mal fallen. Ah, das ist komisch, ich habe mich echt komplett neu ausgequippt und habe 1000 Mainstead mehr und trotzdem fällt nichts. Oh, das ist wieder maximal bitter. Aber nächste Woche ist dann ja wieder Gold-Event. Und da wird ordentlich geskillt und dann wird nach dem Gold-Event auf W30 werden einige Etagen gemacht. Deswegen werde ich mir die ganzen Etagen jetzt aufsparen.
für nächstes Wochenende und nach Sonntag dann, also nächsten Montag in einer Woche, werden wir dann hier ein bisschen aufholen auf W30 mit noch höheren Stats. Und dann ist das Ziel auf jeden Fall für nächste Woche, dass Jan der Hämmerer auf jeden Fall hier fällt. Weil das gibt doch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Okay. Wie sieht's aus in der Gilde? Wir haben in der Gilde, Leute, wir haben den 46. Raid geschafft. Und wollen jetzt in diesem Moment, und ich werde es starten, den 47. Raid probieren. Und sind auch aktuell auf Rang 3. Reborn ist jetzt auf Rang 4, wie auf Rang 3. Das King Kong Team auf Rang 2 und Fame immer noch auf Rang 1. Das nächste Ziel ist es dann, das King Kong Team zu besiegen und überholen. Und trennen hier aktuell noch ein Raid und 8 Durchschnittsstufen. Und 8 Durchschnittsstufen sind halt schon wirklich viel. Haben aber auch noch sehr viele lowe Member. Und ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Und ich denke, dass wir dann in naher Zukunft hier ein bisschen aufholen werden mit unserer Gilde. Habe ich hier den Auftrag fertig? Nee. 3 siegreiche Kämpfe gegen Magier. Reicht doch einfach, wenn ich so einen Magier hier angreife. Komm, wir greifen mal hier unten den Ace an. Und los geht's. Gewinne ich den Kampf? Oh, er crittet direkt. Ich aber auch. Er crittet nochmal. Ich aber auch. Er crittet nicht. Und er ist weg. Besiegt. Und dann gibt's die Belohnung. 1,2 Millionen Erfahrung. Okay. Ehrenhallentechnisch. Q-Wert aktuell der höchste Spieler mit 315. Danach trifft nix mit 309. Und ja. In unserer Gilde, Seara, jetzt werden die Namen hier falsch angezeigt, einmal kurz reloggen und wupp, da sind die Namen wieder richtig. Seara hat richtig aufgeholt als Assassine hier, Stufe 302. Er wollte es unbedingt wissen. Und ja, er hat die 300 geknackt, das heißt, wir haben jetzt schon zwei 300 in der Gilde. Einmal Seara mit 302 und trifft nix mit 309. Marmon und Estef auf einem guten Weg hier, 290 und 293. Und ich denke, ich werde bald auch die 300 knacken. Ich habe noch viele Dungeons, die möglich sind, aber leider kracht und nicht fallen. Aber wenn ich an diesem gewissen Punkt bin, wo dann jetzt hier einer fällt, werde ich so stark, dass einfach eine ganze Reihe an Dungeons wieder geblättet wird. Dann werden die beiden komplett geklärt und dann bin ich ja schon fast 300. Genau. So sieht's aus aktuell auf W30. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das war's für die heutige Episode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.